Moin, moin, liebe Leute, seid gegrüßt zur neuen Runde LS19 und Friesische Marsch am sagen Montag schon wieder. Schönen Wochenstart wünsche ich allen. Und danke fürs Reinschalten. Wenn es euch gefällt, natürlich mal wieder Aufruf heute gleich zu Beginn der Folge, lasst gerne ein Like da. Denn vielleicht gefällt euch ja, dass wir nicht mehr im Holz unterwegs sind. Denn das ist geschafft. Heute aber ein großes Ziel, Flugzugklappen heben, Felderstellen zulassen und erstmal wieder aktivieren. Wir werden jetzt unser Feld erstellen, den Rahmen rundherum mit einer der wichtigsten Aufgaben, die genau laufen müssen. Deswegen mache ich mal so einen Sicherheitsspeichern, falls irgendwas komplett schief laufen sollte, habe ich da Backup sozusagen. Einen noch, dann ist es genau auf Höhe der anderen. Dann werde ich mal ziemlich langsam gehen. Ich kann eigentlich auch gut nur ganz vorsichtig mit Gaspedal und Lenkrad. Aber Lenkrad, ist schon wieder so ein bisschen sensibel heute. Ja, ich dachte, ich kann das mit dem Helfer machen, weil dann macht er zumindest schon mal den 90-Grad-Winkel rein. Den exakten. Wichtig ist diese Kante hier hinter uns, ne? Das kann über die ganze Länge abweichen, über ein, zwei Felder, das macht ja nichts. Aber ich will, genau, jetzt kommen wir nämlich schon eins weiter, wie ihr seht. Das wollen wir auf jeden Fall nicht noch weiter. Das ist halt das Schwierige bei Felderstellung, dass man es einigermaßen sauber hinkriegt, ohne zu viel. Dürften wir ruhig wieder einen nach innen, aber ich würde nicht noch weiter nach außen wollen. Damit wir alles so innerhalb von einer Reihe behalten, ne? Wenn man das einmal gemacht hat, ist es nicht mehr so schlimm. Dann können wir den großen Flug nehmen und können wir das machen. Und da haben wir jetzt schon das Ding, dass er wieder ein nach innen geht. Man kann versuchen, so wie jetzt, das wirklich zu korrigieren. Dann müssen wir aber einen Meter weiter rüber kommen oder einen halben Meter, halt so eine Reifenbreite. Jetzt sieht man vorne, wo wir die Spuren machen, so müsste es passen. Von der Textur hier halt schwer zu sehen. Wie gesagt, jetzt, da darf nichts schief gehen, ne? Die erste Reihe ist entscheidend. Sehen wir auch schon, der Baum ist nah dran, ne? Hätte aber nicht gedacht, das hat sich natürlich jetzt so ergeben, dass wir den Weg komplett verschwinden lassen. Ich dachte ja zuerst noch, da bleibt ein bisschen was von übrig. Jetzt ist er wieder einen noch weiter rüber gegangen, das geht nicht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Vielleicht sogar leichter so, ne? Aber ein bisschen blöd auch. Kannst du jetzt ab und an mal sehen, ob wir den gleichen Abstand halten. So sieht es gerade ganz gut aus vom Abstand. Jetzt kommen wir ein ganz bisschen weiter links, ne? Ja, da ist jetzt eben die Überlegung, naja, müssen wir vielleicht doch nochmal schnell zwei Bäume wegfräsen, aber zum Glück, wir haben den einen LKW stehen lassen, die Fräse steht auch noch da. Das wird uns jetzt nicht weiter belasten. Na, jetzt mache ich erstmal wieder, ups, 3. Das Ding ist ja möglichst im Winkel fahren, ne? Komma 3 Grad, daran erkenne ich es doch, oder?
mal so in diesem Bereich bleibe, 0,1 Grad. Das ist natürlich über die Distanz ändert sich das ein bisschen, aber das doch eigentlich passen, oder? Also ich sag ja, dass auf 1, 2 Reihen kommt es nicht drauf an. Das kriegt man, glaube ich, so gut wie nie perfekt hin. Das heißt, man fährt die ganze Zeit so und hält den Reifen immer vorne auf der einen Spur. Das würde gehen, aber ist nicht ganz so schön, denke ich, ne? Also wollen wir wieder einmal ein bisschen rechts rüber. Da vorne kommen wir sogar fast gegen die Bäume. Kann sein, dass wir die Fräse erst holen müssen. Hier ist erstmal Stopp. Wollen wir den jetzt stehen eigentlich? Steht er hier? Auch hier noch zwischenstehen, ne? Da ist er doch. Dann nützt nix. Was wollen wir machen? Das muss gefräst werden. Da muss noch ein bisschen was weg. Irgendwie kommen hier noch viel mehr solche. War nicht so geplant. Na guck mal, der ist direkt auf 0 Grad so. Ist hier aber nicht geschafft, direkt auf 0 Grad zu kommen. Dann weg. Kann sein, dass ganz am Ende auch noch welche sind, die ein bisschen schwierig sind. Müssen wir mal schauen. Aber da sieht man, also es wird auf jeden Fall noch eine längere Folge mehr dauern. Heute schaffen wir jetzt einmal rundherum das Abstecken. Das möchte ich gerne auch an allen Ecken schaffen. Also auch vorne an der Straße, da wo hier immer Hackschnitzel übergeladen wird. Wieso kommt der nicht so einen Punkt vorher? Da war er doch gerade. Und höher wohl. Ich will ja gar nicht überall perfekt fahren können. Das ist nicht der Anspruch. Aber da hinten, der muss auch noch weg. Endlich wieder Hackschnitzel herstellen, ne? Sollte man schon sagen, wir sind durch mit Holz, nix. Den Birke lassen wir stehen, den nehmen wir aber noch weg. Ich hab den einen auch noch. Ja, hier, wie gesagt, müssen wir noch Büsche zwischenmalen und Blumen, so wie wir das auf der einen Stelle gemacht haben. Kriegen wir doch noch mal fast eine Fräse voll. Das ist nicht das, was wir wollten, aber egal. So, ne? Ach so, der ist wahrscheinlich oben, ne? Ja, war klar. So.
Opfer entlassen. 40 löschen. Ich habe satt mit Feld 40 Kurs. Wir müssen auch mal lernen oder wir müssen uns auch mal weiterentwickeln, ne? Wenn es nicht funktioniert, einfach mal zur Not auch mal einen neuen Kurs dran trauen. Was ist das denn? Ist das eigentlich alles Unkraut oder war das alles Unkraut oder wie sieht das aus auf dem Feld da? Oh, Standardhelfer sei Dank. Was ist hier los? Echt alles Unkraut, ne? So. Weiter geht's hier in unserem Wiederherstellungsmodus. Wir hoffen, dass wir weiterhin in einer Breite hier bleiben. Also ich will nicht noch weiter nach außen. km/h können wir pflügen. Ja, aber mit Lenkrad kann ich ein bisschen halt genauer lenken. Jetzt haben wir theoretisch gerade 0 Grad. Für mich heißen theoretisch, wenn er jetzt nicht verzieht, ein bisschen verzieht er durch den Flug. Müssten wir aber eigentlich in der Bahn bleiben hier. Reicht aber schon wieder nicht vom Lenkrad her. Schauen wir noch, ne? Da haben wir das Feld abgesteckt. Groben Rahmen. Das ist nicht der grobe Rahmen, das ist der genaue Rahmen. Grober Rahmen ist halt total Quatsch. Das ist ja genau so, wie es ist. Das wird ja nachher nicht noch weiter ausgebessert. Bleibt denn genau so, wie es dann ist. Das ist echt ein gutes Hilfsmittel, um die Linie möglichst gerade zu ziehen auf der Länge. Das ist eine mega heftige Länge. Hier haben wir noch einen Baum, der echt nah dran steht. Kleine Tanne, damit kann man leben, finde ich. Und hier müssen wir jetzt noch nicht ganz fertig machen, weil wir ja von der anderen Ecke auch kommen müssen. Gleich kann man sagen, gut, wir haben auch den anderen großen hier, ne? Er hat schon nicht wenig Arbeitsbreite hier, ich weiß, aber der andere hat noch natürlich ein bisschen mehr. Ist auch noch einer ziemlich auf der Ecke. Müssen wir auch nacharbeiten auf jeden Fall. Nachfräsen. Da bringen wir uns noch ordentlich Kalk ran hier. Aber gedacht haben, mit dem Feld, ne? Wenn man so in die Ferne guckt, man weiß nicht, wo das Ende ist. Nicht ansatzweise erkennbar von hier.
90 Grad sieht gut aus, so. Das passt. Erst jetzt durchziehen, so dass es passt. Passt, aber müssen auch dran vorbeikommen. Kann nur sein, dass der andere Baum, ne? Der andere Baum steht im Weg. Warum das jetzt genau hier noch passiert ist, das weiß ich auch alle gerade gar nicht. Ausgerechnet hier ist also noch Versatz mit drin. Liegt ein bisschen am Baum vielleicht. Genau so muss das. War jetzt genau einer zu viel. Nicht ganz so schlimm. Würde man relativ schnell eigentlich, glaube ich, über Terraforming uns einfach wieder wegkriegen. So, die Ecke haben wir fertig, Leute, und das dauert halt länger als schon wieder gedacht, war irgendwie klar. Die Ecke da hinten, wenn wir das jetzt abschrägen, ist das auch eigentlich nur das Problem, dass es dann unsauber gearbeitet wird, ne? Also von der Menge der Arbeit wäre schon interessant, das auch vom Cosplay machen zu lassen. Einmal rumheizen, Cosplay kalkulieren lassen und dann hat er bestimmt trotzdem eine halbe Stunde zu tun. Ansonsten haben wir eine halbe Stunde hier zu tun. Ach, aber ich traue dem Braten irgendwie nicht. Können wir höchstens machen, auch mit Speichern, ne? Speichern, dann muss ich mal das Safe-Game mal wirklich wieder zur Seite legen. Also wirklich eine komplette externe Sicherung auch machen. In diesem Verlauf würde man jetzt ja eigentlich weitergehen hier, ne? Versuchen zumindest. Ist nicht ganz so leicht, dass dieser 45 Grad Winkel dann hier irgendwie. Ungefähr so sein. Bin weitergesprungen hier vorne, ist nicht ganz so schlimm. So, das ziehen wir jetzt noch schnell durch, weil hier ist dann wie gesagt ein Platz für eine dünne Reihe Büsche. Konzentration.
So, jetzt schließen wir mal an. Mal gucken, ab wann er nervt. Nicht bei uns gehört das Feld. Sehr nice, Leute. Das hätten wir. Das haben wir geschafft. Das war eigentlich das Schlimmste, ne, dass wir einen einigermaßen sauberen Übergang haben zur Felderstellung. Ich denke, damit kann man leben. Da ist eine kleine Rundung drin. Ist für Courseplayer aber vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ja, das will ich eigentlich gar nicht. Also ich fahre jetzt mit dem noch vorne zurück, da wo der andere steht. Und dann nehmen wir natürlich, machen wir morgen, fangen wir damit an, liebe Leute. Morgen Dienstag, ne, 15 Uhr. Nehmen wir uns den großen Flug und erstellen auf ein bisschen mehr Arbeitsbreite per Feld. Also hier, ne. Und dann entscheiden wir auch, ob wir das jetzt tatsächlich selbst machen. Ob ich jetzt abschätze, ja komm, 20 Minuten, eine halbe Stunde sind wir damit durch. Oder ob man merkt, nee, nee, das ist, dauert eine Stunde. Und dann vielleicht doch lieber noch ein bisschen Hilfe mit. Aber jetzt sieht man, was ich vorhatte, ne? Und das Ganze in dem Form an, das freut mich echt. Und richtig, richtig Gestalt an jetzt. Aber dafür haben wir auch viel getan. Viele Stunden investiert. Und haben der Marsch hier auf jeden Fall ein ganz neues Gesicht gegeben. Waldfort fällt her. Waldfort fällt dort. Fällt weit fort. Toller Spruch. Na gut, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like da. Vielen Dank für euren Support. Und heute Abend. Heute Abend weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich nichts. Vielleicht aber auch doch. Ich weiß noch nicht genau. Muss gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Wahrscheinlich morgen keine Dynasty, aber ich weiß es noch nicht genau. Bleibt dran. Bleibt fit und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.